In Jesu Namen. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. An welche biblische Geschichte, an welches Gleichnis denken wir, wenn wir dieses Bild sehen? Genau, ein Nicken kommt, von hinten raunte Björns Stimme durch den Gottesdienstraum. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, klar. Und diese Geschichte von verlorenen Schaf, die tut uns doch so enorm gut. Jesus lässt für mich die 99 Schafe links liegen und er geht mir nach. Er sucht mich höchstpersönlich. Es geht Jesus um mich. Und wenn er mich findet, dann kümmert er sich um mich. Das tut gut. Oder auch zu wissen, wie Wiebke das sagte, ich bin seine geliebte Tochter. Boah, tut das gut. Und viele von uns heute Morgen könnten erzählen, wie Jesus sie gefunden hat. Das gehört zum wichtigsten, wenn nicht sogar zu dem einschlägigsten Erlebnis, das ein Mensch haben kann. Von Jesus gefunden zu werden. Jesus ist mein Hirte und ich bin jetzt sein Schaf. Genial. Samstag vor 14 Tagen hatten wir hier, ganz klein hier vorne in der kleinen Runde, unseren Abschlussgottesdienst vom Glaubenskurs. 6 Teilnehmer und alle 6 Teilnehmer haben sich vom großen Hirten finden lassen. 5 ganz neu, das erste Mal, eine Person zum wiederholten Mal. Super stark. Wenn das geschieht, ist es jedes Jahr wieder ein Wunder vor unseren Augen. Aber dass Jesus uns findet, das ist erst der Anfang der wunderbaren Geschichte, die er mit jedem von uns hat. Was macht der Hirte mit dem wiedergefundenen Schaf? Urlaub zu zweit oder netten Kaffeeplausch unter 4 Augen? Nein, der Hirte bringt das Schaf dahin zurück, wo es hingehört. Zurück zur Schafherde. Das eine zurück zu den 99 anderen. Da gehört das Schaf hin. Wenn ein Mensch sich Jesus zuwendet, wenn jemand von Jesus gefunden wird, dann wendet sich dieser Mensch auch automatisch der christlichen Gemeinschaft zu. Das ist das, was uns Jesus auch mit diesem Gleichnis lehren will. Wir gucken immer erst gerne auf diesen individualistischen Blick. Oh, es geht um mich, um mich, um mich, um mich. Aber der andere Blick ist genauso drin. Wir gehören zur Herde. Und wenn man die Herde anguckt, dann gibt es ja die weltweite, unüberschaubar große Gemeinschaft aller Christen, den Leib Christi, wo wir alle Glieder sind an diesem riesen Leib und wo Jesus das Haupt, der Kopf ist. Und gleichzeitig wird dieser schwer vorstellbare weltweite Leib Christi wird plötzlich ganz konkret in einer Ortsgemeinde. Da ist die Schafherde, in die mein Hirte mich integrieren will. Und genau damit beginnen die Herausforderungen. Ich sehe mich umringt von Glaubensschwestern und Glaubensbrüdern, die ich mir nicht ausgesucht habe. Und die total unterschiedlich sind. Junge und alte, große und kleine, dicke und dünne und auch noch so ganz unterschiedliche Typen. Die jeden Sonntag auf demselben Platz in derselben Bank sitzen. Die immer mal gerne andere Plätze ausprobieren. Die mich herzlich begrüßen und die ohne mich anzugucken an mir vorbeigehen. Die mir das Ohr abknabbern und schnell mit Ratschlägen parat stehen und die sich Zeit nehmen und mir richtig intensiv aufmerksam zuhören. Auf diese verrückte Vielfalt von Glaubensgeschwistern treffe ich als Neuschaf in meine Gemeindeherde. Welch eine krasse Vielfalt. So ist Gemeinde. Für seine geliebte Gemeinde mit ihren liebenswerten, völlig unterschiedlichen Schafen betet Jesus, was wir letztes Jahr mal auch schon hatten. Jesus betet,
zum Vater, ich bete aber nicht nur für sie, die Jünger, die er gerade um sich hat, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Jesus betet, dass wir kunterbunten Schafe eins seien. Dass andere uns als eine Truppe erkennen, die wie so eine Einheit wirkt. Und Jesus, so heißt es in dem Text, hat uns seine Herrlichkeit gegeben. Wo ist die denn bitte bei uns zu sehen? Wo strahlen wir etwas von göttlicher Herrlichkeit aus? Schauen wir nochmal genau hin. Jesus betet, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Herrlichkeit und Einheit hängen scheinbar miteinander zusammen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau wie, aber ich habe eine Vermutung. Ich vermute, dass echte Einheit eine Ausstrahlung nach draußen hat. Die hat so was Herrliches, so eine herrliche Ausstrahlung. Und ich vermute, dass es diese herrliche Ausstrahlung ist nach außen, diese herrliche Ausstrahlung als Einheit, die diese Welt erkennen lässt, boah, Jesus ist wirklich der, der von Gott gesandt ist. Das kann ich an so einer Gemeindeeinheit ablesen, weil Jesus da ja lebt in dieser Einheit. Wie kann denn in so einer kunterbunten Vielfalt unter uns Einheit deutlich werden? Dazu mehrere Antworten. Zum einen, Wiebke hatte das eingangs, und das haben wir in dem Eingangslied schon mitgekriegt, zum einen gibt es sowas wie eine innere Einheit, in die wir hineingenommen werden, und die ist nichts anderes als ein Wirken des Heiligen Geistes. Diese Einheit stiftet der Heilige Geist in uns und sie ist wirklich international erlebbar. Paulus schreibt im Römerbrief, alle, die sich von Geist Gottes leiten, alle, die sich haben von Jesus finden lassen, die Jesus ihr Leben hingelegt haben, die werden von Gott beschenkt mit diesem Heiligen Geist. Und alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Papa, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wiebke hat es erzählt, ich weiß wieder neu, ich bin Gottes geliebte Tochter. Das können wir uns nicht anlesen, das spricht Gott uns zu und plötzlich hören und spüren wir das mit den Ohren und Augen des Herzens. Gottes Geist macht Christen zu einer Einheit von Gottes Kindern. Und diese Einheit, die können wir spüren, über alle Nationen, alle Hautfarben, alle Denominationen hinweg. So wie wir das in dem Lied eingangs von diesem Lied International von Bob Carlyle gehört haben. Diese innere Einheit, die wir so spüren, die kann jetzt auch nach außen sichtbar, deutlich werden. Ich sehe da mehrere Möglichkeiten und ich fange mit einem kleinen Exkurs an. Zunächst noch eine kleine Umfrage. Wer mag Schlagermusik? Nein, ganz neutral, einige mögen das. Wer mag Rockmusik? Kleinen Ticken mehr. Wer mag klassische Musik so à la NDR 4? Gibt es auch einige, danke. Wer mag Orgelmusik? Gibt es auch so einige, danke schön. Wer mag so Hip-Hop und Rap? Eher bei den Jüngeren anzusiedeln, danke schön. Wer mag Country und Western? Ist ja bei uns nicht ganz so populär, aber mögen auch manche, danke. Wer mag Heavy Metal so à la Wacken?
Oh, gehen hinten auch gleich so ein paar einzelne Arme hoch. Dankeschön. Wer mag die Musik der klassischen Kirchenlieder? Auch einige, dankeschön. Wer mag moderne Lobpreismusik? Gibt auch einige. Ein paar mehr, dankeschön. Vielen Dank. Ich habe schon gemerkt, Hartmut hat seinen Arm immer oben, der hört irgendwie alles. Vielen Dank. Was wir eben in diesem kleinen Schlaglicht gesehen haben, ist, wir sehen, der Musikgeschmack ist total vielfältig. Und das Spannende ist, über diesen Musikgeschmack lässt sich nur schwer bis gar nicht diskutieren. Man kann noch diskutieren über die Qualität von Musik, ob jemand gut oder schlecht gesungen hat oder ob jemand das Instrument gut oder schlecht gespielt hat. Darüber kann man diskutieren. Aber über den Stil von Musik, ob wir Musik mögen oder nicht, können wir nicht diskutieren. Und das hängt damit zusammen, wie Gott uns Menschen geschaffen hat. Die Bibel sieht uns Menschen so. Einige ändern so. Ich glaube, vor einem Dreivierteljahr hatte ich das schon mal da. Also, ganz grob, noch mal schnell das Bild, das biblische Bild vom Menschen. Und ich finde immer noch das tragfähigste, was ich überhaupt kenne. Wir bestehen aus Körper, Seele und Geist. Körper ist klar, ne? Knochen, Haut, alles was dazugehört, Eiweiß, Wasser und etc. Und dann gibt es ja noch Sachen, die uns über das Körperliche hinaus ausmachen. Das ist einmal der Geist. Der Geist ist die Ebene in uns, die die Möglichkeit hat, mit Gottes Geist zu interagieren, mit ihm zu kommunizieren. Das ist das, wenn wir auf einen farbigen Afrikaner treffen und merken, wow, das ist genauso ein Kind Gottes wie ich. Dann ist das zwischen seinem Geist und Gottes Geist und unserem Geist. Auf dieser Ebene arbeiten wir da. Jeder Mensch hat diese Geistgeschichte, die ist aber bei Leuten, die Jesus noch nicht entdeckt haben, ist die so in Standby. Und erst in dem Moment, wo jemand Christ wird, schaltet Gott das frei und dann kann der Geist mit Gottes Geist zusammenarbeiten. Und dann hat jeder von uns auch noch die berühmte Seele. Und die berühmte Seele lässt sich, das geht auf die griechischen Philosophen zurück, die lässt sich verstehen aus drei Anteilen. Also unsere Seele besteht aus dem Anteil Wille, Verstand, Gefühl. Wenn wir mal nicht gut drauf sind, schlechte Laune haben, dann hilft es vielen, einfach passende Musik zu hören. Die Lieblings-CD einschmeißen oder Smartphone nehmen, einstöpseln. Ich höre ein gutes Lied und schon geht es stimmungsmäßig wieder bergauf. Und das funktioniert auch mit rein instrumentaler Musik, wo kein Text gesprochen wird. Ich höre nur eine Melodie, die mir gut tut und hält sich die Stimmung auf. Wie kommt das? Eine gute Melodie trifft mich direkt in den Bauch, also geht na klar in die Ohren, trifft mich aber direkt in den Bauch und sie umgeht das Großhirn. Sie trifft mich nämlich auf der Gefühlsebene. Melodie muss nicht durchs Großhirn gefiltert werden. Sie trifft mich im Bauch. Deswegen ist das der erste Kanal, auf dem Musik mich erreicht, ist auf der Gefühlsebene, direkt in dem Bauch. Und wenn ich zu einer guten Melodie dann auch noch einen tollen Text dazu habe, dann erreicht mich die Musik auch auf der Textebene. Den Text, den muss ich mir aber lesen und verstehen, da muss ich meinen Verstand mit einbauen. Das heißt, da erreicht mich der zweite Kanal mit dem Text auf der Verstandesebene. Und das ist das Geniale an guter Musik. Das kann sie besser als ein Buch. Das geht nur übers Großhirn. Aber wenn ich gute Musik habe, erreicht die mich auf zwei von den drei Seelenvermögen wegen. Sie erreicht mich auf der Ebene von Gefühl plus Verstand. Und das ist das Geniale an Musik. Ich möchte, dass ihr diesen wichtigen Punkt versteht. Die Töne und Melodien von Musik sprechen mich auf der Gefühlsebene an oder sie sprechen mich nicht an. Darüber entscheidet mein Gefühl und das kann ich nicht diskutieren.
Diskussion läuft immer übers Großhirn. Musik erreicht mich aber unter Umgehung des Großhirns, eben melodisch auf der Gefühlsebene direkt im Bauch. Und das ist der Grund, warum man sich bei der Frage, welche Musik denn nun im Gottesdienst geeignet ist, so schnell in die Haare kriegen kann. Da prallen immer vielfältige Musikgeschmäcker aufeinander. Und die kann man eben nicht diskutieren. Entweder ich mag eine bestimmte Musik, weil sie meine Gefühlsebene erreicht, oder weil sie mich trifft, oder ich mag die Musik nicht, weil sie in mir nichts auslöst. Ende der Diskussion. Welche Art von Musik mir gefällt, das hat, so meine Vermutung, viel damit zu tun, mit welcher Musik ich aufgewachsen bin oder was ich so im Allgemeinen höre. Das prägt mich ja. Ich möchte einmal kurz zeigen, wie ich das in meinem Leben beobachte. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo nie viel Musik gehört wurde und wo auch so gut wie kein Instrument gespielt wurde. Als Jugendlicher und als Erwachsener habe ich dann das so gehört, was so im Radio lief. Pop, Rockmusik, habe das schätzen gelernt. Und dann bin ich früher vielleicht zu Weihnachten und zu Ostern mal in der Kirche gewesen und habe da das Kirchenliedgut kennengelernt. Aber darüber hinaus hatte ich keine Berührung mit klassischem Kirchenliedgut. Das änderte sich erst, als ich 29 war, als Jesus mich fand und ich sein Schaf wurde. Seitdem bin ich fast jeden Sonntag im Gottesdienst. So habe ich dann später im Laufe der Jahre die guten Texte der vielen zahlreichen Gesangbuchlieder schätzen gelernt. Die Melodien aber eher weniger. Wenn mich heute ein Gesangbuchlied berührt, dann in erster Linie wegen des guten Textes und in zweiter Linie durch die Melodie. Bei den seit Kindertagen vertrauten Weihnachtsliedern ist das anders. Da berühren mich Texte und Melodien irgendwie gleichwertig. Und dann habe ich eine erstaunliche Entdeckung gemacht, Anfang der 90er Jahre, kurz nachdem ich Christ geworden bin, habe ich eine Entdeckung gemacht, wie es ist mit dem Singen modernerer Lobpreislieder. Die kannte ich ja bis dahin gar nicht. Plötzlich habe ich gemerkt, ich singe da Lieder mit tollen Texten und mit Melodien, die mich auf meiner Gefühlsebene abholen. Super stark. Und das hält bis heute an. Und dann kam im Laufe der Jahre noch eine zweite Entdeckung hinzu. Ich habe entdeckt, wenn mehrere Lobpreislieder nacheinander gesungen werden, dann kann ich darin gleichsam eintauchen. Dann kann ich darin mich ein Stück fallen lassen. Ich weiß, ist so schwer zu beschreiben. Wenn ich mich beim Singen konzentriert auf Gott ausrichte, dann braucht es eine Weile. Manchmal sind das 5 Minuten, manchmal sind das auch 15 Minuten, bis ich so gefühlt in Gottes Nähe eintauchen kann. Dann ist es, das ist es das, was für mich so eine ausgedehnte Lobpreiszeit so wertvoll macht. Ich habe den Eindruck, boah, jetzt bin ich angekommen in Gottes Nähe. Und ich freue mich so, dass es viele Christen gibt, auch hier unter uns, denen es ähnlich, die das so ähnlich erleben wie ich. Und ich weiß auch, dass es Christen unter uns gibt, die dieses Eintauchen in Gottes Nähe nur wenig bis gar nicht erleben. Auch darin sind wir vielfältig unterschieden. Ich habe es gerade auf den sogenannten Mehrkonferenzen, das sind diese Konferenzen der europäischen Gebetshäuser in Augsburg, da habe ich das jetzt gleich dreimal, 2016, 17 und 18, habe ich es dreimal nacheinander erlebt. Auf dieser Konferenz läuft über mehrere Tage morgens, baut eine Band auf und spielt Musik, dann wechseln die über den Lauf des Tages. Und dann gibt es Musik bis von morgens 8 bis abends 22 Uhr. Und mittendrin gibt es mal Gottesdienste und mal Vorträge, da ist die Musik dann unterbrochen. Aber es gibt einen musikalischen Hintergrund, 3 Tage im Stück. Zum größten Teil läuft das mit modernen Anbetungsliedern, dazwischen ein paar wenige Choräle. Und diese Wirkung
auf mich und auf andere war. Also alle Teilnehmer, Hälfte katholisch, Hälfte evangelisch, zum Schluss waren wir da 10.000 Leute. Wir erleben uns in dieser Atmosphäre, die so auf Gott ausgerichtet ist, wie eine unglaubliche Einheit. Ich meine, man trifft hier ja nicht so oft so viele Katholiken, aber da mit Evangelischen und Katholischen zusammen, das ist ein Einheitsgefühl, da kriege ich immer noch die Gänsehaut, wenn ich da dran zurückdenke. Unglaublich. Und ich glaube, dass da kommt davon, dieses Gefühl von Einheit, weil wir so gemeinsam uns da ausrichten konnten, auf Gott hin, mit tollen Liedern. Das schafft eine fühlbare und auch eine sichtbare Einheit. Ich habe sogar mal kurz einen Bericht in den Tagesthemen dazu, wo die da sagten, also sinngemäß, Kommentar des Tagesthemen, was sonst die großen Kirchen nicht schaffen an Einheit, ist da plötzlich sichtbar, so ganz grob. Da war Einheit auch nach außen hin sichtbar. Das Spannende ist, wie es jetzt für unseren Gottesdienst gelingen kann, auch da so eine Einheit in diesem Bereich erarbeiten zu können. Da arbeiten wir gerade intensiv dran, dürft ihr alle gespannt sein, wie wir uns da entwickeln können. Aber es ist eine spannende Frage. Unsere durch den Heiligen Geist geschenkte innere Einheit kann nach außen dadurch sichtbar werden, wie wir miteinander umgehen. Also ne, Musik als Einheit ist die eine Geschichte. Ende vom Exkurs. Jetzt gucken wir noch mal kurz zurück auf das, was wir letztes Mal schon hatten. Kurze Wiederholung. Unsere Einheit wird sichtbar darin, wie wir miteinander umgehen. Ihr erinnert euch beim letzten Mal. Paulus schreibt, er stellt uns Jesus vor Augen und sagt, schreibt an die Gemeinde in Philippi, ihr sollt demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das Wohl des anderen im Blick haben, den anderen achten und wichtig nehmen, das können wir hier im Gottesdienst, das können wir beim Kirchkäffchen, das können wir in unseren Kleingruppen üben. Und die Lesung, wir sind ja jetzt schon mitten in der Passionszeit, da passt ja auch schon die Fußwaschung hinein. In der Lesung haben wir gehört, wie Jesus sich selbst als Vorbild hinstellt und wie er uns, wie er seine Nachfolger ermutigt, es ihm gleich zu tun. Direkt vor seinen letzten Ansagen als die Jünger, noch bevor er dann abgeholt und gefangen genommen wurde, seine letzte Aktion war, dass er seinen Jüngern eine eindrückliche Lektion erteilt hat, was Vorbild angeht. Nochmal die letzten drei Verse. Jesus sagt, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, alle waren jetzt sauber, er sagt nun, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt dran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Jesus sucht Nachfolger, dich nicht nur schnacken, sondern machen. Jesus macht es uns vor. Wir sollen uns auch für die geringen Dinge, ne? Fußwaschen gehört zu den Sklavenjobs, wir sollen uns auch für die geringen Dinge nicht zu schade sein. Den anderen dienen ist angesagt. Nachfolger Jesu, auch Christen genannt, erkennt man an ihrer dienenden Haltung, die sie sich bei ihrem Chef abgucken. Stellt euch vor, andere sehen außen auf unsere Gemeinde und sie entdecken, wie wir uns einander gegenseitig dienen. Und das auch noch in den geringen Dingen. Die merken, boah, Kirchengemeinde Großen Aspel, das ist schon eine besondere Einheit. Eine Einheit, die sich durchs Dienen auszeichnet. Und mir fallen gleich mehrere Beispiele an, wo wir das schon richtig gut umsetzen.
Beim Kirchkäffchen beispielsweise, wo ein oder zwei Hauskreise so vielen anderen mit einem leckeren Mittagessen dienen, wo keiner sich zu schade ist, den Spüldienst zu übernehmen oder auch den Staubsauger zu schwingen. Großartig auch der Essensdienst beim Glaubenskurs. Auch von dieser Stelle aus nochmal vielen Dank an euch alle, die ihr uns 6 Abende lang so toll versorgt habt. Großartig. Und ebenso denke ich an die Jugendlichen, die Maddo hier eben per Bild auch vorgestellt hat, die jetzt mit auf Konfirmandenfreizeit fahren, am kommenden Wochenende. Diese Mitarbeiter dienen den Konfirmanden dort auf vielfältige Weise. Was dieses Dienen angeht, da sehe ich unsere Gemeinde schon auf einem guten Weg. Da gehen wir erkennbar in den Fußstapfen Jesu. Und gerade auch dieses Dienen in so vielfältigen Formen, in so vielen Arbeitsbereichen, auch dieses gemeinsame Dienen macht uns erkennbar zu einer Einheit. Einheit in Vielfalt, das Wunder der Einheit, so hatte ich diese Predigt überschrieben. Wenn wir als Gemeinde in unserer kunterbunten Vielfalt von Großen und Kleinen, Jung und Alten, wenn wir als eine Einheit wahrgenommen werden, dann ist das schon ein Wunder. Einfach weil wir schon so kunterbunt sind. Und kunterbunt ist ja noch nicht gleich eine Einheit. Aber wenn wir als Einheit wahrgenommen wurden, dann hat das immer schon was von mindestens einem kleinen Wunder. Und damit dieses Wunder noch weiter wahr werden kann, hat uns Gott eben seinen Heiligen Geist geschenkt. Der bewirkt die innere Einheit. Für die äußere innere Einheit, da ist schon unsere Mitarbeit angefragt. Da dürfen wir uns Jesus zum Vorbild nehmen und wir dürfen ihn nachahmen, indem wir anfangen, von unseren Glaubensgeschwistern höher zu denken als von uns selbst. Indem wir auf das Wohl der Glaubensgeschwister ebenso bedacht sind wie auf unser eigenes. Und indem wir einander dienen, auch in den geringen Dingen. Auf diese Weise können wir zu einer Einheit werden, die unsere Mitmenschen darauf aufmerksam macht, dass der Vater den Sohn gesandt hat, weil er sie so sehr liebt. Amen.